Vorerst geht's wechselhaft weiter, aber genau am heutigen Dienstag sind wir mal zwischen den Regenfronten. Ein Tief zieht ab, das nächste ist noch nicht da. Und dazwischen haben wir dann durchaus mal die Chance, ein paar sonnige Lichtblicke zu erhaschen. Hier sieht man es auch nochmal auf dem Niederschlagsvorhersagefilm. Diese eine Front zieht weg in Richtung Polen-Russland und die zweite taucht über England und Frankreich auf. Wir sind hier in einem relativ ruhigen Bereich. Es gibt nur wenige Niederschlagsflecken hier, die dann aber auch wieder verschwinden im Laufe des Tages. Wir schauen erstmal auf den Vormittag. Da hängt vor allen Dingen noch im Südosten und im Süden Bayerns immer wieder mal Regen hier und die Schneefallgrenze liegt in den Alpen bei durchschnittlich 1000 Meter. In einzelnen Alpentälern kann es auch wirklich bis zum Talgrund schneien. Da werden sich manche verwundert die Augen reiben, aber sonst ist es weitgehend trocken, teilweise trüb durch Hochnebel oder Wolken, aber auch schon ein paar sonnige Phasen zwischendurch. Am Nachmittag grundsätzlich dann eine Mischung aus dichten Wolken und sonnigen Phasen, ganz kurze kleine Regenschauer mal im Mittelgebirgsraum, aber da dürften die wenigsten davon was abbekommen. Im äußersten Westen vom Saarland bis hoch zum Emsland zieht es allmählich wieder zu. Also dort kein Sonnenuntergang möglich, aber die sonnigen Phasen summieren sich insgesamt auf immerhin ein bis teilweise 4 Stunden. Ein halbwegs goldener Eindruck eben vor allen Dingen am Nachmittag. Die Temperaturen in Alpennähe oder in den Höhenlagen des Bayerischen Waldes nur 8 bis maximal 10 Grad. Im Flachland sind es insgesamt zwischen 11 und 14 Grad, je nach Sonnenscheindauer. Der Wind vor allen Dingen im Küstengebiet und auf den Mittelgebirgsgipfeln böig. Und das umgesetzt in Windstärken im Mittel Stärke 2 bis 5 maximal. Hier im Südosten Bayerns ist er nur schwach unterwegs.